Herzlich willkommen zurück beim schwierigsten Kampf, der mich hier in diesem Spiel bisher erwartet hat. Aber ich habe inzwischen, ich bin jetzt hier doch schon etwas länger dran an dieser verdammten Stelle. Die ist nämlich gar nicht so einfach. So, ich habe auch hier wieder meinen Zauber ausstaffiert. Zurück zu unserer langsamen, nicht langsamen, sondern nicht schadenzufügenden, aua, Version, wo wir uns aber trotzdem doch so ein bisschen schneller fortbewegen können. Und ich habe inzwischen herausgefunden, dass der eigentliche Missetäter tatsächlich der andere hier ist. Der da, der jetzt gerade umgekommen ist. Und warum? Weil der nämlich diese ganzen Monster herbeigeholt hat. Und jetzt bin ich allein mit dem großen Ungetüm. Und jetzt kann ich mich hier drauf vollkommen konzentrieren. Was gut ist, weil ich den jetzt nämlich erstmal hier ein bisschen... ankokeln kann. So. Außerdem hat dieser Lizard hier so eine Art Wutanzeige. Das ist die grüne Anzeige unten. Und die steigt mit der Zeit und hängt tatsächlich davon ab, ob ich ihn einfriere oder nicht. Jetzt, sobald ich ihn einfriere, wird er sauer. Aber ich kann ihn mir auch einheizen. So ist ja nicht. Genau das gleiche übrigens mit diesem hier. Die Kombos, die geben natürlich ein bisschen mehr Schaden, aber es ist nicht wirklich wahnsinnig viel. Ich meine, wenn man hier sieht, so sind so 130, sag ich mal, im Durchschnitt, ja. Und mit einem Freeze zusammen, wenn man das hier schön oh, das war 1000, hatte ich ja noch nie, hör mal. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen warten, bis er sich wieder beruhigt hat. So, jetzt geht's aber... Ah, ihr seht, das ist echt ein anstrengender Kampf und ziemlich bewegter Kampf. Sobald die grüne Leiste voll ist, wird er für einige Zeit unerreichbar für meine Eiszauber. Was natürlich extrem unangenehm ist, weil wenn er so auf mich zustürzt zum Beispiel... Also so um die 100 kriegt man dazu. Das Eis speichert um die 100. Wer mag das schon? So, nix da. Ich bin weg. Wuhu. Oh, das ist echt... Das ist so der... Man darf dem nicht zu nahe kommen. Also, sobald man dem zu nahe ist, haut der einmal zu und man ist so ziemlich tot. Ist er jetzt sauer? Nee. Doch nicht. Ich muss ihm immer mal wieder einfrieren, damit er mir nicht zu nahe kommt. Das ist ein anstrengender Kampf, vor allen Dingen, weil der so lange dauert. Und dieses Biest ist so schnell. Da wäre wieder sein Todesschlag gewesen. Aber diesmal nicht mit mir. Oh, 1400. Sauber. Das hat gesessen. Oh, der ist mir wieder zu nahe gerade. Ja, ich bin dabei. Really took it down. Ja, ich kann selbst kaum fassen. I think you were gonna make it. Come on, the reliquary's up here. Jetzt tut er so, als wäre da nichts. Wieso hast du eigentlich nicht mal wenigstens ein bisschen mitgeholfen, verdammte Angst. Alter, es ist halb 4 Uhr morgens. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen was aufnehmen, mehr nicht. Verdammtes Ding. Jetzt habe ich wenigstens einiges an Reliquien zusammensammeln können. Aber das war jetzt ja echt ein extrem harter Kampf.
Ah, guck mal. Sag bloß, jetzt kommen wir hier nicht durch. Ich komme hier nicht hoch. You did well, Dragon. The Etheria you gathered from Rojiro now gives you the ability to fast travel between vortex pools. So he was good for something. There are limitations. You may only travel between pools you've activated. That's good enough for me. Hey, Roth. Yes? Rojiro was only half the deal. Where's Shax? I believe you are ready. Come, let us plan. Choose your next sigil. Corruption sigil causes the target to become infected with parasites. The spell's attunement dramatically changes how the spell behaves. Okay. Tja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Kinesis oder Corruption? Ich glaube, ich nehme mal Corruption. Ja. A new weapon is forged from the power of the reliquary. Now the dragon can truly begin her work. I don't know why she was chosen to be the dragon or what our benefactor has planned, but I do know that this Roth has promised us both one thing: retribution. So this dragon and I will help each other, for now. I'll be her eyes and ears, pointing her towards those who have wronged us and the land. Our first target is Count Shax, the bastard who destroyed our lives. According to Roth, he's tied to the cult of Malthus, an ancient group bent on conquest and destruction. Shax and the cult are like a cancer running through the Grey Teeth Mountains. Roth needs us to discover how deep the infection goes. I just hope this dragon is everything Roth says she is. Also der Graf muss auf jeden Fall noch bluten. Ich glaube, den Typen, den wir jetzt gerade umgelegt haben, das muss eigentlich der Gehilfe gewesen sein. Wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ganz sicher bin ich mir jetzt auch nicht. So, willkommen in einer neuen Umgebung. Fröstelnd ist es hier. Ein bisschen kühl. Aber auch sehr schön. Sieht so ein bisschen nach so einem tibetanischen Mönchskloster aus. Guck mal, ein zerbrochener Mond. Das sieht ja auch sehr schön aus. So, unsere... Warum packen die hier so ein Ding hin? Wenn man hier ankommt, dann hat man sowieso schon alles voll, ist doch klar. Zack, Balance Control. So, jetzt mal gucken, ob ich hier irgendwie... Nice. Was für eine Landschaft. Also landschaftlich kann das Spiel einiges, muss ich sagen. Sehr schön gemacht. Und ich glaube, ich bleibe mal jetzt bei unserem... kleinen Mini-Teleport. Der hat mir ganz gute Dienste geleistet. Oh, aber ich muss eigentlich... Warte mal. Das muss ich natürlich eigentlich jetzt ändern. So, Sigil Assignment. Denn wir haben jetzt momentan diese zwei hier, die das Eis-Ding und die Elektrizität, die sind irgendwie so ähnlich, weil die Elektrizität kann auch Gegner so ein bisschen festeisen. Insofern werde ich jetzt mal hier lieber diese drei, also das neue hier benutzen. Also Eis zum Stunnen und dann die zwei, um Schaden auszuführen. Und dann wollen wir doch mal gucken. Well, Dragon. So far. Glad you're so pleased. I saw the echoes of the other dragon. What happened to her? There have been many dragons over the years. And you keep losing them? I remember each one. But there is always a need for another. So what made you choose me? I looked for one with the ability to harness magic. I chose you, and you haven't disappointed me yet. The previous dragon laid the groundwork.
You will succeed where she did not. I didn't sign on for a crusade. I've got my own concerns. As you wish. Und zack, war er wieder weg. So. Guckt euch das mal an, das ist ja widerlich. Geil. Und wie sieht das aus? Na, Eiterbeule gefällig? Müsste man fast schon mal was craften eigentlich dafür. Gucken wir mal, ob wir was haben. Wir müssten eigentlich so ein paar Sachen haben. Hier, 556, 555. Also, upgradable. Ich glaube, ich muss erstmal in die Synthesis rein und ein paar Sachen upgraden. Hier, adaptable Ray. Oh, ein Ray. Auch nicht schlecht. Reaching Ray. Und Eroding Area. Persistent Ray. Cool. Jetzt kann ich so eine Art Strahl mal auch machen. Das würde ich gerne mal ausprobieren im mit dem Feuer. Persistent Ray. Geht sogar. Was haben wir noch? Precise Destruction. Persistent Destruction. Dissolving Mastery. Ich glaube, ich nehme mal Apokalypt. Oh, ich habe hier sogar zwei inzwischen, die ich hier reinsetzen kann. Das ist natürlich gut. Und das hier wollen wir auch unbedingt haben. Au, alter Schwede. Ich glaube, das hier wird ein richtig fettes Ding jetzt. Equip. So, und aber noch bei der Corruption wollen wir auch nochmal kurz reingucken. Was haben wir denn jetzt hier? Unleashing Nova, Impacting Nova, Stalking Missile, Homing Ability. Das wäre doch mal gar nicht so schlecht dafür. Und was nehmen wir noch dazu? Eigentlich Damage hier, Destruction oder so. Ich glaube, da brauche ich doch nochmal in die Synthese rein. Wir machen mal hier mit den Kleinen hier nochmal ein paar neue Sachen. Guck mal, der Ray, den sollten wir auch nochmal upgraden. Wenn wir gerade dabei sind. Destruction. Und Persistent Destruction. Bam! Reaching Ray. 6 Meter Extended Range. Auch nicht schlecht. Also da kann man bestimmt einige Sachen machen. Und wenn man jetzt hier auch nochmal einen Ray auf die anderen setzt, vielleicht auch nicht so ganz verkehrt. Aber wir gehen jetzt erstmal hier drauf. Stalking Missile war das ja. Und Balance Control. Machen wir den hier noch mit drauf. Craft, Equip. So, und nun bin ich mal sehr gespannt. Erstmal den hier. Okay, das ist klar. Okay, das sieht strange aus. Und jetzt. Nice! Ja, voll! Okay, das ist der Kreis, den kennen wir schon. Aber das hier ist ja wohl mal der Oberhammer. Die Rays sind ja echt ganz gut. Vielleicht kann man das auch mit Eis machen. Na gut. Wir gucken uns mal weiter um. Eigentlich ist es hier so ruhig und so schön. Da ist unser. Hello again. So, the Griffin found a path. Genau, den einzigen Pass, den wir hier auch sehen. Alter, sieht dieser Schnee realistisch aus. You hear that? This is a bad place for you, stranger. Kill you, stranger. Geil, der geht sogar durch beide durch. Aber irgendwas hat mich kaputt gemacht. War das deren Schild? Da muss ich wohl erst die Schilde ab. Also hinunter, herunterbringen. Ha!
genau. Oh, was ist das denn für einer? Boah. Wir haben wohl gar keine Chance mehr. Hier kommt Torpedo, der Feuerstrahl. Ich habe mexikanisch gegessen. Da kommt richtig Druck raus. Oh, Goldmünzen. Das ist das erste Spiel, glaube ich, wo man keine Goldmünzen aufsammeln kann. Ja, sehr lustig. So, einmal warmes Bier. Und ein Schleifstein. Nice. Das hier finde ich aber mal richtig geil. Aber eine erweiterte Reichweite wäre schon nicht schlecht auch. Hammer sieht das hier aus. Ich glaube, hier werde ich nochmal einen kleinen Screenshot machen von diesem Dorf. Sieht gut aus hier mit den Vögeln. Nun gut, ich glaube, hier werde ich mal diese Folge beenden. Ich bin echt froh, dass ich diesen fiesen Dämon weggemacht habe. Und ich werde mich so ein bisschen mehr um meine Masteries bemühen müssen. Um meine Crafting-Sachen. Und diese Eiswelt sieht der Hammer aus. Gefällt mir extrem gut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn ich die Skier anschnalle. Bis dahin. Tschüss.